Mein Urgroßvater Hugo hatte Kaninchen. Ich hatte mich mit dem dicksten von ihnen angefreundet. Eines Tages war Schnuffel, ich hatte ihn Schnuffel genannt, nicht mehr in seinem Käfig. Ich habe ihn gesucht und bin in den Schuppen gegangen. Und da war Opa Hugo. Und er hat Schnuffel gehalten. Und Schnuffel war so warm, er hatte sein Pelzchen nicht mehr an. In diesem Moment habe ich beschlossen. Ich esse nur, was nicht niedlich war. Bambi und Klopfer krümm ich kein Haar. Doch braucht ihr nur andere Tiere anschauen. Die kann man mit gutem Gewissen verdauen. An Thanksgiving fragte man sich, was kommt als Braten auf den Tisch? Lämmchen und Häschen waren Ostern schon dran. Das Schweinchen spricht alle mit Mama an. Wo alles lieb schaut und possierlich rumhüpft, kollert der Truthahn doof und wird geköpft. Ich esse nur, was nicht niedlich war. Bambi und Klopfer krümm mich kein Haar. Doch braucht ihr nur einmal einen Truthahn anschauen, den kann man mit gutem Gewissen verdauen. An Karfreitag sollte man fasten und deswegen kein Tierchen antasten. Der Schwabe glaubt, dass der Herr Fleisch nicht entdeckt, wenn er es in einer Maultasch versteckt. Habt ihr alle schon gemacht, oder? Der Rest glotzt hungrig zum Karpfenteich, aus dem Glotzdorf zurück. Komm, das ist kein Fleisch. Ich esse nur, was nicht niedlich war. Bambi und Klopfer krümm ich kein Haar. Doch braucht ihr nur einmal einen Karpfen anschauen. Den kann man mit gutem Gewissen verdauen. Seitdem heißt übrigens auch Karpfreitag. Wer jetzt befindet, auch Karpfen sind niedlich und auch ein Truthahn, der schaut durchaus friedlich. Für den, der nichts essen kann, mit nem Gesicht ist die Supermarkt-Frischfleischtheke Pflicht. Luftdicht verschweißt und schön filetiert, ist mir doch wurscht, was da für mich krepiert. Heißt Massenhaltung auch schreckliche Qual, man sieht's ihm nicht an im Kühlregal. Da braucht man doch nur auf den Preis zu schauen, schon kann man mit gutem Gewissen verdauen. Wobei, wenn die weiterhin so viel Antibiotika in die Tiermast stecken, dann kriege ich mein Schnitzel bald auf Rezept in der Apotheke. Man muss jetzt der Fleischeslust nicht gleich entsagen, doch kann man ruhig mal nach der Herkunft fragen. Fürs Freilandhuhn ist auch das Beil nicht erquicklich, doch wenigstens war's davor auch mal glücklich. Oder Schnuffel, wenigstens warst du mal glücklich. Ansonsten habe ich noch einen Tipp für euch Leute. Mit Fruchtfleisch seid ihr auf der sicheren Seite. Ich esse nur, was nicht niedlich war. Bambi und Klopfer krümm ich kein Haar. Doch braucht ihr nur einmal Orangen anschauen. Die kann man mit gutem Gewissen verdauen.